Alexandre Cabanel, der gefallene Engel. Er versucht noch, mit dem Arm sein Gesicht vor allzu neugierigen Blicken abzuschirmen. Dennoch können wir eine Träne, die gerade das Auge des gefallenen Engels verlässt, erkennen. Gehen wir etwas näher ran, scheint fast das andere Auge auch zu weinen. Sind es Tränen der Trauer? Die wütend zusammengezogenen Augenbrauen verraten noch eine weitere starke Emotion: Wut. Schwört der Engel hier Rache für seinen Ausschluss aus dem Himmel? Unsanft scheint unsere Figur auf einem Felsen aufgeschlagen zu sein und sich bei diesem Sturz noch in ein paar Pflanzen verheddert zu haben. Viele Muskeln des jungen, wohlgebauten Engels sind angespannt. Ein hübscher Sixpack ist so zu sehen. Die Hände sind zusätzlich in einer unnatürlichen, überdehnten Haltung verschränkt. Die Landschaft ist felsig, aber undefiniert. In den Wolken entfernen sich die anderen Engel, ihre Laune ist von der vorderen Szene ungetrübt. Sie sind weitaus transparenter als unser Protagonist, der ganz aus Fleisch und Blut zu sein scheint. Die Flügel changieren in verschiedenen Farben, am äußersten Rand sind sie dunkel und erschöpft. Der gefallene Engel ist in der christlichen Tradition niemand geringerer als Luzifer und somit ein Synonym für den Teufel. Hier sehen wir das Resultat seines Versuches, Gott gleich zu werden, die Verbannung aus dem Himmel. In Hinblick auf sein späteres Wirken als Gegenspieler Gottes können wir uns nun gut vorstellen, wie die Figur Racheschwüre murmelt. Gleich wird er sich erheben. Cabanel stattete Luzifer mit einem sehr ansehnlichen Körper aus, gleich dem eines griechischen Gottes. Während der Teufel in der Ikonografie freilich unansehnlich wurde, galt Luzifer tatsächlich als der schönste Engel im Paradies. Dies fügt zusätzliches Verführungspotenzial hinzu. Inspiriert wurde Cabanel, wie viele Künstler seiner Zeit, von dem Gedicht Paradise Lost. Der englische Dichter John Milton besingt in 12 Büchern die biblische Geschichte vom Sündenfall Adams und Evas, sowie sehr ausführlich die Vorgeschichte vom Höllensturz Satans und seiner Gefolgsleute. Die düstern Augen wirft er rund umher, die Angst und tiefe Traurigkeit verraten, worein verstockt das Stolz und Hass sich mischt. Er sieht, soweit als Engel können sehen, in seiner Lage wüst und elend sich. Während eine Studie des Themas noch die Verzweiflung des Luzifer in den Vordergrund stellte, war es in diesem Werk die Umkehr der Verletzung in Wut und somit Rache. Cabanel, der aufgrund seines Ausnahmetalentes bereits mit 17 Jahren an der Kunsthochschule in Paris angenommen wurde, bestritt später eine Vorzeigekarriere an der Akademie. Dieses Werk reichte er 1847 für den Salon ein. Die Kritiker fanden es jedoch unglücklich, die Bewegungen unpräzise und inkorrekt, das Gesamtwerk zudem zu romantisch. Cabanel schrieb seinem Freund Alfred Bruyère ernüchtert: Das also ist der Preis für all die Schwierigkeiten, die ich mir auferlegte, um ein Werk einzureichen, welches nicht gewöhnlich ist. Cabanel konnte damals nicht wissen, dass seine akademisch anerkannten Werke in Zukunft meist in Vergessenheit geraten. Dieses gut beobachtete, psychologische Werk aber wird bis heute zahlreich kopiert und bewundert.